Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bygame-Tutorial auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video habe ich wirklich ein ganz nettes Feature, das ich dir vorstellen möchte. Und zwar zeige ich dir, wie du in deinem Spiel Kollisionen erkennen kannst und ja, auswerten kannst, beziehungsweise basierend auf Kollisionen ja irgendwelche Dinge initiieren kannst. Also verwenden kannst du das ja in nahezu ja unendlich vielen ja Situationen, beispielsweise in Shooter-Spielen. Aber ja, ich zeige dir mal was ganz anderes, ja, was ganz Nettes, was ich mir ausgedacht habe für dich. Und ja, UFO oder UFO-Alarm, so nenne ich mein Spiel diesmal. Und ja, bevor ich mich jetzt hier verquatsche und eine unendlich lange Vorrede halte, sage ich, lass uns loslegen. Ich starte, ich springe in den Code. Also los geht's. Import Pygame. Zunächst einmal werden selbstverständlich die Module importiert, die wir hier brauchen werden. Das Sys-Modul, OS und dann vom Pygame Locals Import All. Na, All. Dieses Sternchen steht für alle. Ne? Alles, was in dem Modul Pygame Locals enthalten ist, das importiere ich hier in meine Datei hinein. Und jetzt wird das Pygame-Modul initialisiert. Pygame-init. So, also die Zeilen 7 und 8, die sind allen bekannt, die ja schon einige Videos von mir gesehen haben. Für den Fall, dass du zum ersten Mal ein Video von mir anschaust. Ja, diese Variablen FPS und Clock werde ich in der Gameschleife benutzen, um das Spiel auf 60 Frames pro Sekunde zu setzen. So, jetzt erstmal ja, das Fenster. Also, na, sag mal. So, 1200 Einheiten breit, 700 groß oder hoch. Win ist gleich Pygame Display Set Mode. Einen netten Titel können wir auch ganz gut gebrauchen. Display Set Caption und UFO oder UFO. Alarm. Ein A reicht am Anfang. Ne? Doppel-A, ne? Das wäre hier nicht ganz so gut. Da würde sich meine Grundschullehrerin, sofern sie denn noch leben sollte, mächtig über mich ärgern. Aber das soll ja nicht sein. So, also, okay. Farben, genau. Ja, mal schwarz hier. Und die RGB-Werte für die Farbe Rot. 255, 0, 0. Okay, so. Dann möchte ich hier einige Pfade definieren. Und diese Pfade, die ja, sollen letztendlich auch die entsprechenden Dateien, die ich hier vorbereitet habe, seien es Bilddateien oder die Sounddatei, die ich hier verwenden werde, ja, die sollen eben geladen werden und dafür definiere ich eben diese Pfade. Zunächst einmal der Pfad zum aktuellen Spielverzeichnis Game Directory OS Path Dir Name. Dann der Pfad hier, Images, ja, Images Path, ne? Ach, ich sage einfach Images.
Ja, das ist hier ein Ordner, den ich in meinem Spieleordner definiert habe. So, aus Path Join, Game Directory und Images. Ich habe ein nettes Hintergrundbild und na, Background Path. Aus Path Join. Images und da ist ein JPEG-Bild hier. Dann habe ich ein UFO-Bild in meinem Images-Ordner, ein PNG-Bild, UFO-Path aus Path Join Images und UFO PNG. Okay. Ja. Gut. Ich belasse es jetzt mal bei diesen bei diesen Bildfaden beziehungsweise bei den Faden hier, die auf die Bilder im Images Ordner zugreifen, die ich hier verwenden werde. Das mit der Sounddatei, das mache ich separat. Gut, die Pfade haben wir, das Fenster haben wir. Jetzt kommt eine Main-Funktion. Über die Verwendung einer Main-Funktion in Python habe ich mich ja so oft geäußert. Also hier halte ich es wirklich sehr knapp. Ich verwende die Main-Funktion einfach, um zu verhindern, dass das Game-Fenster sofort gestartet wird, wenn du diese Datei hier als Modul in einer anderen Datei verwendest. Aber wie gesagt, ich habe mich so ausführlich über die Verwendung der Main-Funktion in Python in anderen Videos geäußert. Da bitte ich dich auch entsprechend, die vorangegangenen Uploads hier auf meinem Kanal dir anzuschauen. Ich lade ja ohnehin alle Python-Tutorials in die entsprechende Playlist und diese Playlist kannst du ganz entspannt und gemütlich durchlaufen lassen. Ich denke, das ist ja eine sehr lehrreiche Geschichte. So, jetzt kommt die Game-Schleife, also innerhalb der Main-Methode, Main-Funktion. Gut. Ja, man muss präzise sein. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Funktion und einer Methode. Eine Methode ist Bestandteil einer Klasse. So, das ist der Unterschied, ja, so grob gesagt. Okay. While, true, ja, while natürlich mit E hier, ne? So, und bisher hatte ich ja immer Pygame Quit hier getippt, ne? Also hier bei dieser if-up-Frage. Aber da ich ja dieses Pygame Locals Modul importiert habe, brauche ich hier dieses Pygame Wörtchen nicht. Das kann ich einfach löschen und einfach nur Quit hinschreiben und das passt dann auch. So, also wenn der User das Game-Fenster schließen will, dann wird das Pygame-Modul geschlossen und das Programm auch ordnungsgemäß beendet. So, und weiter geht's. Ja, 60 Frames pro Sekunde, das erreiche ich über Clock, Tick und FPS. Pygame Display Update. So. Okay, den Pfad zum Hintergrundbild, den habe ich hier. Das ist ja schön und gut, aber das Hintergrundbild selbst möchte ich natürlich auch laden, sonst ist der Pfad natürlich nutzlos. Also Background Image. Ja, und das geht hier in zwei Schritten. Also ich muss vorab sagen, dass das Hintergrundbild oder dass das Bild, das ich verwenden werde, sehr viel größer ist als das Game-Fenster.
Und ich muss es auf die entsprechende Größe meines Game-Fensters bringen. Also, zunächst mal lade ich das Bild so, wie es ist, und dann bringe ich es auf die richtige Größe. Und das geht dann wie folgt: Loaded Background oder Loaded, na sagen wir mal, Loaded. Ach, ich lasse es mal. Ich lasse es mal. Mein Gott, ja. So, Pygame. Image Load. Und hier verwende ich dann auch den entsprechenden Background Path. Und das Ganze konvertiere ich in eine Form, mit der ja, Python bzw. Pygame gut umgehen kann. So, also dieses Image hier ist sehr viel größer als das, was ich hier für das Bild, für das Game-Fenster brauche. Und daher kommt hier noch eine weitere Variable, also Background Image. Das ist dann das eigentliche Image, das dann angezeigt wird. Und ja, jetzt Pygame Transform Scale. Nun ist das erste Argument dieses geladene Bild, also Loaded Background. Und das zweite Argument ist ein Tupel, ja, bestehend aus der gewünschten Breite, also die Breite des Game-Fensters und aus der Höhe. So, und hiermit passe ich eben das Background-Bild genau an die Breite und Höhe meines Game-Fensters an. Und last but not least ein Background-React. Und das bekomme ich über bkg-image.get Red. Voilà. So. Okay. Also ich werde jetzt hier keine Position für das Red definieren und in einem solchen Fall, also wenn du eben keine explizite Position angibst, wird eben das Bild mit der linken oberen Ecke eben genau an der linken oberen Ecke des Game-Fensters angesetzt. Aber dafür müssen wir natürlich erst auch noch die Blit-Methode hier verwenden, also win.blit. Ja, und hier Background Image, das erste Argument, und Background React ist das zweite. So, und damit hätten wir schon mal, ja, naja. Die Game-Schleife, wie gesagt, innerhalb der Main-Funktion. Und das Wichtigste ist natürlich, wenn du eine Funktion definierst, dass du sie auch aufrufst. Und der Aufruf geht dann so, also hier mit einer if-Abfrage, if name gleich gleich main. Die Zeile 44, ja, was macht sie? Sie überprüft ganz einfach, ja, ob das Programm hier das Hauptprogramm ist oder ob es hier oder ja oder ob es eingebunden wurde als Modul in ein anderes. Wenn es das Hauptprogramm ist, also wenn es kein Modul ist, dann wird die Game-Schleife ausgeführt beziehungsweise die Main-Methode aufgerufen. Und ja, falls diese Abfrage false ergibt, dann weiß eben Python, okay, das hier ist ein Modul und es geht dann hier nicht automatisch los. Ne? Ansonsten, wenn du hier diese if-Abfrage nicht hättest, dann würde ja automatisch immer das Game-Fenster hier angezeigt werden. Und ja, das ist ja letztlich nicht die Intention. Du willst ja Kontrolle haben über die Elemente, auf die du zugreifen möchtest. Ja, jetzt verquassel ich mich. Du möchtest ja derjenige sein, der entscheidet, wann etwas wo losgeht. So, naja, gut. Okay, ja, du weißt ja, was ich meine. Ich starte jetzt einfach mal dieses Programm hier. Soweit, was wir haben. Okay, ja, und hier haben wir es. Hier haben wir das Game-Fenster. Das hier ist das Hintergrundbild und ja, hier haben wir den UFO-Alarm als Titel. Prima, schön, gut, schön anzusehen. Was uns hier fehlt, ist ein UFO. Ne? Ich meine, ja, wenn kein UFO da ist, braucht man auch keinen UFO-Alarm.
Also definiere ich doch erstmal so ein UFO hier, beziehungsweise eine UFO-Klasse oder UFO-Klasse, um es mal englisch auszusprechen, also Class UFO. UFO. Und diese Klasse wird von der Sprite-Klasse erben. Pygame Sprite. Sprite. Init. So, innerhalb der Init-Methode müssen wir erst einmal diese Sprite-Klasse initialisieren. Ja, gut. Und ja, okay, prima. Soweit, so gut. Und was das Bild betrifft, ja, gilt das Gleiche, was hier in den Zeilen 26 und 27 von mir veranstaltet wurde. Also erst einmal lade ich das Bild und dann bringe ich eben dieses Bild von dem UFO ja, auf die gewünschte Größe, also loaded image. Das ist gleich pygame image load. Ja, hier verwende ich wieder den Path hier, UFO Path, Convert. Und ja, loaded image set. Also auch nochmal eine Erklärung zur Zeile 37. Also, in der Zeile 36 lade ich das Bild, konvertiere es in eine ja, ansprechende Form, also in eine für Pygame günstige Form. Nur hat das einen Nachteil, nach der Konvertierung erhält dieses PNG-Bild dann auch einen schwarzen Hintergrund. Und um diesen schwarzen Hintergrund eben wieder durchsichtig zu machen, verwende ich die Set-Color-Key-Methode. Du kannst ja mal ausprobieren, wie es ist, wenn du hier die Zeile 37 weglässt. Ich mache hier weiter und zwar jetzt kommt nämlich das eigentliche Bild oder die eigentliche Variable Image, Self-Image ist gleich. Ja, Pygame, Transform, Scale wieder und dann hier Self-Loaded Image. So. So, so, so. Ja. Self und Loaded Image. Und ja, die gewünschte Größe ist hier 128 für die Breite und 72 für die Höhe des Bildes. Also, du musst ja mal schauen, welches Verhältnis für das entsprechende Bild angemessen ist, das du verwenden möchtest. Ich habe hier ja, diese Werte hier herausgefunden, das sieht ganz prima aus dann im Game-Fenster. Okay, bis hierhin ganz gut und jetzt kommt das React zu diesem ja, Bild, also Self-React ist gleich Self-Image-Get-React. Jetzt die Position für das Bild bzw. für das Red, Self-Red Center. So, also X-Wert und Y-Wert und du siehst ja, dass ich beide Werte caste in Integer. Nun, was soll man hier sagen? Width mal 0.9 und hier Height mal 0.1. Ja. Okay. Habe ich was vergessen? Bestimmt habe ich was vergessen. Aber ist egal. Ne? Wir werden ja sehen. So, gut. Nach der Klassendefinition lege ich doch mal so ein UFO-Objekt an. Ja? Warum denn nicht? Dafür machen wir es doch. So, UFO. Und nun, ja, definiere ich auch eine Sprite-Gruppe, die ich All Sprites nenne. Also, ja,
Erstmal tippen. Tippen und quatschen auf einmal. Ja, das ist so eine Sache, ne? So, diesen Begriff oder diesen Ausdruck Allsprites, diesen Namen, den wirst du öfter sehen in Pygame-Codes. Und ja, das ist hier, ja, ich meine, ist nicht zwingend. Du kannst da hier die entsprechende Variable bzw. Pygame-Gruppe Maisprites nennen oder du kannst auch sagen, Omas leckerer Apfelkuchen, Wurst. Aber Allsprites ist durchaus gängig. Ja, und wie gesagt, das ist eine Pygame-Gruppe, also Pygame-Sprite-Group. Wunderbar. Und dieser Allsprites-Gruppe füge ich eben unser UFO-Objekt hinzu. So, genau. Ja. Dann hätten wir auch das. Zurück geht's wieder in die Game-Schleife. Und bitte, nachdem du hier das Hintergrundbild anzeigst, mittels Winblit, danach eben ja, allsprites.draw und jetzt ganz einfach das Surface angeben, auf das du diese Sprites zeichnen möchtest. Und das ist natürlich das Game-Fenster. Okay, so, bis hierhin, dann schauen wir uns mal an, was ich hier verbockt habe, wenn mein Gegner, mein Rechner, ja, mein Rechner ist nicht mein Gegner, nein. Also, nein, wenn mein Rechner abstürzt, dann weißt du ja, ich habe hier alles verbockt. Aber schauen wir mal. Nein, es stürzt nicht ab, ich habe nichts kaputt gemacht. Ja, wie kommt das denn? Das ist ja eine Sensation. Klappt ja beim ersten Anlauf. Wunderbar, gut, also, da haben wir unser UFO-Objekt. Prima, alles ist gut, alles prima, bis hierhin ganz okay. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir dieses UFO-Objekt auch bewegen können. Ja, also nochmal zurück in die UFO-Klasse. Und in der UFO-Klasse lege ich auch eine neue Methode an, die Update-Methode. Allerdings nicht ohne zuvor in der Init-Methode eine Variable zu definieren, die ich Speed nenne. Ich meine, wo Bewegung ist, ist auch eine Geschwindigkeit vorhanden. Eine Geschwindigkeit ist eigentlich immer vorhanden, auch wenn man sich nicht bewegt. Nur dann ist die Geschwindigkeit ja null. Das nur für die Nerds, die Physik-Nerds, die wissen ja, was ich hier meine. Okay, so, in der Update-Methode. Also, ich möchte, dass das UFO-Objekt mit den Pfeiltasten bewegt werden soll. Also, Pressed ist gleich bei Game. Key get pressed. So, in der Pressed-Variablen wird abgespeichert eben, ja, welcher der Button gedrückt wurde und das wird dann jetzt im Nachfolgenden ausgewertet. If pressed, mal nach K left, genau. Ja, also wenn die linke Pfeiltaste gedrückt wird, soll sich das UFO nach links bewegen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, ob das jetzt hier auch funktioniert. Aber dafür muss ich jetzt hier eine andere Methode aufrufen, nämlich AllSprites Update. Voilà. Nochmal ausführen. Dann schauen wir mal. Ja, okay, funktioniert. Alles gut. Ja, nach kleinen Änderungen ist es ganz gut, wenn du das Programm immer wieder ausführst und testest. So, und Copy-Paste ist unser Helfer, genau. Das ändere ich nur um in CarWrite und aus SelfRect X minus gleich mache ich ein Plus gleich. So, nochmal ausführen.
Linke Pfeiltaste, rechte Pfeiltaste, alles prima. So, und ja, das UFO soll sich auch in der Vertikalen bewegen können, daher diese Zeile nochmal kopieren, pasten und jetzt abändern. Einmal K ab. Okay, dann ja, ändere ich es wie folgt ab. Red Y minus gleich Self Speed. Dann K down. Self Red Y plus gleich Self Speed. Ich denke, das sieht gut aus. Also nochmal ausführen und nochmal schauen. Links, rechts, funktioniert wie gehabt. Runter, rauf. Links, rechts, runter, rauf. Ja, prima. Das funktioniert. Das funktioniert auch hervorragend. Bisher alles gut, alles im grünen Bereich. So, jetzt aber möchte ich eben auf die Kollision zukommen und ich werde dafür eine Methode verwenden, die sich Collide Rect nennt. Ja, so, aber erst einmal möchte ich ein Rect definieren und dieses Rect nenne ich hier Security Zone. Das soll eine Sicherheitszone markieren. Sinn ist folgender. Ja, wann immer das UFO in diese Security Zone eindringt, soll letztendlich eine Kollision festgestellt werden. Und nachdem die Kollision festgestellt wurde, ja, soll ein Alarm letztendlich ausgegeben werden. Das wird eine ganz nette Sache. Aber erst einmal, ja, möchte ich das entsprechende Rect definieren. Also Security Zone nenne ich dieses Rect. Die Zone ist gleich Pygame Rect. Okay, so. Also, ein Rect hat einen Y-Wert. So, nee, X-Wert. So, eine Position selbstverständlich. Und ja, die Position ist 0. Also erstmal, X-Wert ist 0. Weil ich, ja, du wirst es ja sehen, wie ich es positioniere. Was soll ich jetzt hier quatschen? Halt mal 0.4. Also X- und Y-Position, dann die Breite des Rechtecks. Breite soll, die Breite soll die gesamte Bildschirmbreite letztlich umfassen. Die Höhe halt mal 0.4. So, ich hoffe, du kannst es lesen, ja. Okay, so. Ja, wenn ich schon ein Rect habe, dann soll es ja auch gezeichnet werden. Ne? Okay, schau nochmal auf die Werte hier. Sollte klappen, ja, okay. So, das Rect wird gezeichnet, nachdem der Background gezeichnet wurde, allerdings bevor die Sprites hier gezeichnet werden. Also Pygame draw rect, genau. Jetzt kommt das Surface, auf das es gezeichnet werden soll, das Gamefenster. Die Farbe des Rechtecks soll rot sein und das Rect selbst, das ist hier die Security Zone. So. Und wenn ich das jetzt mal ausführe, naja, das wird jetzt hier nicht so astrein sein, aber du wirst ja auch sehen, warum. Und dann werde ich es auch wieder ändern. So, also nochmal ausführen. Aha, prima, super. Ja, da haben wir ja unser Rect und es ist ja auch im ersten Anlauf so, wie ich es mir gedacht hatte. Ja, klar, ich meine, dieses Rechteck überdeckt ja diese ganze Skyline und das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich es hier letztlich implementieren möchte. So, ich möchte nämlich ein Rechteck haben, das hier die Skyline nicht überdeckt, aber einen Rahmen hat. So, wie mache ich das? Ganz einfach. Ich schließe jetzt erstmal dieses Fenster und füge dieser DrawRect-Methode nur ein einziges Argument noch hinzu, nämlich die Rahmenbreite, und das sage ich jetzt mal 10, nochmal ausführen und voilà,
Da haben wir es. Da haben wir dieses Rechteck. Und ja, genauso ist es ja von mir gedacht. Prima, okay. Also auch diesen Zwischenschritt hätten wir ja prima gemeistert. Also Fenster wieder schließen. Und ja, jetzt hatte ich was Nettes ja gedacht. Und zwar einen Sound. Ja, ein Alarm soll ausgegeben werden, wenn eben das UFO in ja, diese Security Zone eintritt. Und ja, dann mache ich jetzt mal hier Folgendes. Alarm, Sound. Und zwar zunächst einmal Pygame.mixer. Ja, init. Ich verwende hier natürlich für Sound das Mixer-Modul von Pygame. Und nun lade ich auch die entsprechende Sounddatei über Pygame Mixer, na, nicht mal aus, na, Mixer.music.load und nun Alarm.ogg, da wird es auch ja eingeblendet, Alarm.ogg, so habe ich die Sounddatei genannt. Und hier ja, spiele ich diese Sounddatei erstmal ab. Pygame Mixer Music.play und der Play-Methode übergebe ich schlicht und einfach den Wert minus 1. Das heißt also, diese Sounddatei wird in einer Endlosschleife abgespielt werden. So, ja. Also, wenn ich das jetzt starte, wird dieser Alarm ja sofort zu hören sein. Wir machen das mal. Ich mache das jetzt mal zu Demo-Zwecken hier. Schau mal hier. So, ja, also du hast den Alarm-Sound gehört und der Alarm geht sofort los, wenn eben das Fenster geladen wurde. Aber ich möchte, dass der Alarm ja losgeht, wenn das UFO eben in die Security-Zone eingedrungen ist. Und wie kriege ich das hin? Nun, ja, dafür gehe ich wieder in die Update-Methode und innerhalb der Update-Methode mache ich jetzt mal Folgendes. Und zwar überprüfe ich if self.react collide Security Zone. Das ist die Collide-React-Methode und über diese Collide-React-Methode findest du heraus, ob es ja im Game-Fenster einen Zusammenstoß von zwei Objekten gegeben hat. Wenn hier eine Kollision stattgefunden hat, das heißt hier übersetzt in diesem konkreten Spiel, wenn das UFO in die ja, Sicherheitszone eingedrungen ist, dann soll eben der Alarmsound ausgegeben werden. Das geht dann hier mit Pygame Mixer Music unpause. Ja, unpause. Und hier im Else-Zweig. Bei dem Mixer Music Pause. Also, standardmäßig, so wie es hier steht, ja, wird der Sound ja sofort abgespielt. Allerdings, der wird ja beim Starten des Spiels nicht zu hören sein, weil eben das Abspielen hier pausiert wird. So habe ich das hier implementiert. Also, der Alarmsound ist nicht zu hören, aber ja, wehe das UFO. Das kommt eben diesen Häusern zu nahe, dann eben geht der Alarm los. Und jetzt schauen wir uns das mal an hier, wie es ausschaut. Da haben wir das Game-Fenster, das UFO fliegt hin und her, runter, rauf. Und wenn es jetzt in die ja, Zone reinkommt, dann schauen wir mal, dann sollte der Alarm losgehen. Also probieren wir es aus.
Ja, klappt. Ne? Also jedes Mal, wenn das UFO hier reinfliegt, dann wird eine Kollision zwischen den beiden Rekts festgestellt, zwischen dem Rekt des Bildes hier, des UFOs, und dem Rekt, das hier eingezeichnet ist. Und dann geht eben der Alarm los. Ne? Ich mache das jetzt mal nicht. Also ich lasse jetzt mal nicht minutenlang laufen hier den Alarm. Erstmal, ja, ist das nervig. Und zweitens, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist hier 1 Uhr nachts. Ne? Da will ich die Nachbarn jetzt auch nicht hier ja, aus dem Schlaf klingeln hier, ne? Mit dem Alarm hier. Nein, nein, nein. So, aber etwas können wir hier noch verändern. Das Gamefenster kann ich hier noch aufpeppen. Und zwar siehst du ja hier dieses rote Rechteck. Alles schön und gut, alles prima, während der Entwicklungsphase in Ordnung. Aber wir müssen das Rekt ja nicht zeichnen. Nein, ne? Ich schließe das Fenster jetzt mal wieder und dann gehe ich wieder in diese, ja, Game Loop hinein. Und hier haben wir die Zeile 83, in der eben diese Pi Game Draw Rect Methode aufgerufen wird. Diese Zeile kommentiere ich jetzt mal aus und du wirst sehen, dieses Vect ist ja immer noch vorhanden. Es wird nur nicht gezeichnet. Das Vect ist ja hier. Das ist ja hier definiert worden in der Zeile 71. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht im Gamefenster. Und siehst du, dieses Vect ist vorhanden, aber eben nicht gezeichnet. Und wenn ich jetzt mit dem UFO jetzt hin und her fliege und wieder in die Security-Zone eindringe, also Richtung der Wohnhäuser. Wisse, geht der Alarm los. Ne? Ja. Ist das nicht schön? Ist doch prima. Ne? Also ich finde das klasse und ja, also es macht mir immer wieder eine Riesenfreude, solche Programme, solche netten Dinge für dich auszudenken. Ja, es ging ja um diese Collide-Vect-Methode, aber weißt du, ich bette ja solche Features, die ich dir vorstelle, ein in so einen netten Zusammenhang und präsentiere das, hübsche das hier alles auf. Ja, ich hoffe, dass du genauso viel Freude hattest, dir dieses Video anzusehen, wie ich, als ich es hier aufgenommen habe für dich. Und ja, wenn dem so ist und wenn du siehst, ja, dass ich dich hier weiterbringe und du hier jede Menge lernen kannst auf meinem Kanal, dann abonniere diesen Kanal auch. Du bist als Abonnent herzlich willkommen. Ich lade ja fortwährend Python und Pygame-Tutorials hier hoch und gib mir auch einen Daumen hoch. Ne? Ich meine, so ein Like. Eine schöne Rückmeldung. Ne? Das ist was Nettes. Dann weiß ich, okay, es gibt einen Menschen, mindestens einen Menschen in dieser Welt, dem das, was ich hier mache, gefällt und dem ich hier weiterhelfen konnte. Nett wäre es übrigens auch, wenn du meinen Kanal weiterempfiehlst an all diejenigen, von denen du dir vorstellen kannst, dass sie auch Freude daran hätten, Spiele zu programmieren. Jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal.